Guten Morgen, Holmes. Sie sind aber schon früh wach heute. Ja, und Sie sind ganz schön verschlafen. Nicht schon, Watson. Immer noch. Was, wie denn? Haben Sie heute Nacht etwa gar nicht geschlafen? Exakt, mein lieber Watson. Ach, dann kam das Gerumpel die ganze Zeit von Ihnen. Ich dachte, das wäre draußen auf der Straße. Was gibt's denn so fürchterlich Interessantes, Holmes? Sie haben doch im Moment gar keinen Fall. Habe ich auch nicht. Aber als ich gestern Abend im Bett lag, kam mir auf einmal eine Idee, wie ich meine Monographie über Tabaksasche entscheidend erweitern könnte. Ich habe sofort ein paar Experimente gemacht. Ja, und jetzt schreibe ich gerade die Ergebnisse nieder. Der Brief geht heute noch raus an den Verleger. Ich bin mir sicher, er wird sich über die zweite überarbeitete Auflage der Monographie außerordentlich freuen. Ja, da bin ich mir auch sicher. Wie viele Exemplare wurden von der ersten Auflage verkauft, Holmes? 10? Es fehlte eben noch das i-Tüpfelchen. Ach so. Mir fehlt auch etwas. Nämlich das Frühstück. Haben Sie Mrs. Hudson schon Bescheid gesagt, dass sie den Tisch decken soll? Habe ich, vor 5 Minuten. Aber ich glaube, sie ist gerade anderweitig beschäftigt. Womit denn? Unseren nächsten Klienten ins Haus zu lassen. Was denn? Um diese Zeit? Ich wage die Prognose, dass der Herr einem Berufsstand angehört, bei dem das frühe Aufstehen üblicher ist als bei uns. Herein. Guten Tag, Mr. Sherlock Holmes, vermute ich. Oh, Sie vermuten richtig. Was führt Sie zu mir, Sir? Meine Nichte Annabel. Sie sagt, dass Sie ein berühmter Meisterdetektiv mit ganz außergewöhnlichen Fähigkeiten seien. Ich selbst kenne mich mit sowas nicht aus. Bei meinem Beruf habe ich nur wenig Zeit, Detektivgeschichten zu lesen. Und Ihr Beruf ist der eines Offiziers in der Armee Ihrer Majestät, wie ich aus der Uniform schließen darf. Major Francis Murphy, bitte entschuldigen Sie meine Unhöflichkeit, mich nicht sofort vorzustellen. Mich bringt dieser Besuch hier bei Ihnen ziemlich durcheinander. Im Grunde halte ich ihn nämlich für überflüssig. Ich bin sicher, dass die Militärpolizei alles herausfinden wird, was herausgefunden werden kann. Es widerstrebt mir, einen Zivilisten in diese Sache hineinzuziehen. Aber meine Nichte hat mir so lange in den Ohren gelegen, bis ich schließlich nachgegeben habe. Tja, und deshalb bin ich jetzt hier. Schön. Nur habe ich bis jetzt noch nicht im geringsten verstanden, worum es überhaupt geht. Hat Ihre Nichte etwas angestellt? Annabel? Aber nein, Annabel ist ein gutes Kind. Vielleicht manchmal ein wenig dickköpfig, aber das hat sie von ihrer Mutter, meine Schwester. Sie und ihr Mann sind vor einigen Jahren bei einem Unfall ums Leben gekommen und da haben meine Frau und ich das Kind zu uns genommen. Das ehrt Sie, Major. Trotzdem würde mich jetzt interessieren, warum Sie hier sind. Natürlich, natürlich. Also, ich lebe seit geraumer Zeit in Aldershot, wie viele andere Armeeangehörige auch. Oh, Aldershot. Die Heimat der britischen Armee. Ein schöner Ort. Sie kennen Aldershot? Ja. In meiner Zeit als Armeearzt war ich ein paar Mal dort, um Kameraden in der Kaserne zu besuchen. Watson, mein Name. Einer von uns. Wie schön, Doktor. Ihre Geschichte, Major. Ja, meine Geschichte. Wie gesagt, ich lebe dort in Aldershot und verrichte meinen Dienst als Ausbilder in der Kaserne. Wie die meisten verheirateten Offiziere wohne ich allerdings nicht auf dem Kasernengelände, sondern direkt im Ort. Unsere Nachbarn sind seit vielen Jahren Colonel James Barclay und seine Frau Nancy. Ein sehr freundliches, stets höfliches Ehepaar mittleren Alters, das leider ebenso kinderlos geblieben ist wie ich und meine Frau. Und Mrs. Barclay ist eine sehr fromme Frau und organisiert viele wohltätige Veranstaltungen in unserer Kirchengemeinde. Darum haben meine Frau und ich uns auch sehr gefreut, dass Annabel sich mit Mrs. Barclay angefreundet hat und sie immer zu den Treffen in der Kirchengemeinde begleitet hat. Ja, Major, kommen Sie doch bitte zur Sache. Und? Und gestern Abend muss es zwischen den Barclays wohl zu einem Streit gekommen sein. Auf jeden Fall sagen die Dienstboten, dass sie gehört haben, wie die beiden sich gestritten haben. Ja, und auf einmal
war Colonel Barclay tot und Mrs. Barclay ohnmächtig. Und jetzt vermutet die Polizei, dass Mrs. Barclay ihren Mann ermordet hat. Moment, Moment. Der letzte Teil ging mir ein wenig zu schnell. Hat jemand diesen Mord beobachtet? Nein, die Tür zum Salon war abgeschlossen. Die Dienstboten haben nur gehört, wie erst der Colonel aufgeschrien hat und dann Mrs. Barclay. Und als sie es dann endlich geschafft haben, in den Salon zu kommen, lagen beide auf dem Boden. Der Colonel tot und Mrs. Barclay ohnmächtig. Hatte der Colonel irgendwelche Verletzungen? Ja, eine Wunde am Hinterkopf. Die Polizei sagt, durch einen Schlag mit einem stumpfen Gegenstand. Hat man diesen Gegenstand gefunden? Das ist wohl nicht so einfach. Der Colonel hat im Salon eine Trophäensammlung aus seiner Zeit in Indien. Und da sind allerhand Knüppel und sonstige Waffen dabei, die in Frage kommen würden. Aber es lag keine dieser Waffen auf dem Boden. Doch, das ist ja das Problem. Es lagen fast alle auf dem Boden. Er muss in seinem Todeskampf dagegen gestoßen sein, sodass alles umgefallen ist. Der ganze Boden des Salons war übersät mit möglichen Waffen. Und die einzige Verdächtige ist Mrs. Barclay. So sieht es aus. Es war ja niemand sonst im Raum. Wie äußert sie sich zu diesem Vorwurf? Gar nicht. Sie ist aus der Ohnmacht bis jetzt noch gar nicht aufgewacht. Der Arzt sagt, sie habe einen schweren Anfall von Gehirnfieber und er ist sich nicht sicher, ob sie ihn überhaupt überleben wird. Und was hat Ihre Nichte jetzt mit dieser Sache zu tun? Ich hatte ja bereits erwähnt, dass meine Nichte und Mrs. Barclay befreundet sind. Man könnte auch sagen, Annabel hängt abgöttisch an ihr. Auf jeden Fall sagt sie, dass Mrs. Barclay ihren Mann unmöglich getötet haben kann, egal was die Polizei glaubt. Und weil sie so viel von Ihnen gelesen hat, Mr. Holmes, hat sie mich gebeten, nach London zu fahren und sie aufzusuchen. Sie ist sicher, dass es Ihnen gelingen wird, Mrs. Barclays Unschuld zu beweisen. Gibt es außer der Zuneigung Ihrer Nichte zu Mrs. Barclay irgendeinen weiteren Grund anzunehmen, dass Mrs. Barclay ihren Mann nicht getötet hat? Es passt einfach nicht zu ihr. Sehen Sie, Mr. Holmes, meine Frau und ich, wir kennen die Barclays nun wirklich schon einige Jahre und haben Mrs. Barclay immer als eine äußerst ruhige und freundliche Frau kennengelernt. Sie und ihr Mann haben sich, soweit wir das beurteilen können, niemals gestritten. Und das will in einer so langen Ehe etwas heißen. Die beiden sind schließlich schon an die 30 Jahre verheiratet. Vielleicht haben sie sich gestritten, ohne dass sie es gemerkt haben. Haben sie nicht. Das hat die Polizei nämlich auch die Dienstboten der Barclays gefragt. Und die haben genau dasselbe gesagt. Die beiden haben sich nie gestritten. Also eine, wie soll ich sagen, vollkommen liebevolle und harmonische Ehe. Harmonisch auf jeden Fall. Inwieweit sie liebevoll war, wage ich nicht zu beurteilen. Also, ich hatte manchmal den Eindruck, dass der Colonel mit etwas mehr Liebe an seiner Frau hing, als sie an ihm. Aber es mag auch eine Täuschung sein. Man sieht den Menschen ja schließlich nicht ins Herz. Wie war, Major? Vielleicht ist gestern etwas geschehen, das Mrs. Barclay irgendwie verändert hat. Nein, das ist es ja, was uns alle stutzig macht. Annabel war gestern Abend zusammen mit Mrs. Barclay in der Kirchengemeinde. Es ging wieder einmal um die Organisation irgendeines Wohltätigkeitsbasars. Das Unglück ist passiert, kurz nachdem Mrs. Barclay Annabel wieder nach Hause gebracht hatte. Und Annabel sagt, dass ihre Freundin genauso war wie immer. Das ist in der Tat bemerkenswert. Entweder ist Mrs. Barclay eine exzellente Schauspielerin, oder es gibt in diesem Fall einen weiteren Aspekt, den bisher noch niemand bemerkt hat. Wären Sie denn bereit, sich mit diesem Fall zu beschäftigen, Mr. Holmes? Meine Nichte macht mir die Hölle heiß, wenn ich sie nicht mitbringe nach Aldershot. Das möchte ich keinesfalls verantworten müssen, Major. Wir werden Sie begleiten. Sehr schön. Es gäbe da allerdings noch eine Kleinigkeit. Nämlich? Aldershot ist doch Militärgelände und deshalb ist dort für alles die Militärpolizei zuständig. Also, ehe Sie sich das Haus des Colonels ansehen dürfen, müssen wir uns dafür erst eine Genehmigung vom Chef der Militärpolizei holen. Das dürfte doch kein Problem darstellen, oder? Haben Sie eine Ahnung, Mr. Holmes. Colonel Johnson ist ein ziemlich scharfer Hund und er hat es überhaupt nicht gerne, wenn sich jemand in seine Angelegenheiten einmischt. Aber riskieren Sie denn nicht Ihre Karriere, wenn Sie Mr. Holmes mit dieser Sache beauftragen? Vielleicht.
Aber wenn ich es nicht tue, riskiere ich noch viel mehr. Sie haben keine Ahnung, wozu meine Nichte in der Lage ist, wenn sie ihren Willen nicht kriegt. Nach einem schnellen, improvisierten Frühstück machten Holmes und ich uns gemeinsam mit Major Murphy auf den Weg zum Bahnhof und nahmen den nächsten Zug Richtung Aldershot. Aldershot ist ein kleiner Ort, ungefähr 35 Meilen südwestlich von London, in der Grafschaft Hampshire, der in den vergangenen Jahrzehnten zu einer der größten Militärbasen von ganz England herangewachsen war. Königin Victoria selbst hatte zur Zeit des Krimkrieges 1854 die Schaffung dieser Basis verfügt, in der sich neben einer Ausbildungskaserne und einem ausgedehnten Manövergebiet viele andere militärische Einrichtungen befanden. Die ganze Stadt schien nur aus Angehörigen der britischen Armee zu bestehen und in der Tat gab es wohl nur wenige Einwohner, die Zivilisten waren. Während meiner Militärzeit und auch danach war ich mehrfach dort gewesen, um Kameraden zu besuchen, die dort stationiert waren, sodass mich einige schöne Erinnerungen mit diesem Ort verbanden. Als wir in Aldershot ankamen, fuhren wir zunächst zum Hauptsitz der Militärpolizei, vor dessen Toren uns die frisch aufgestellte Statue des ersten Herzogs von Wellington auf seinem stolzen Ross Kopenhagen freundlich in Empfang nahm. Weniger freundlich war der Empfang, den uns der Chef der Militärpolizei, Colonel Johnson, bereitete. So, so, Major. Sie glauben also nicht, dass die Militärpolizei allein in der Lage ist, den Tod von Colonel Barclay aufzuklären? Doch, schon, Sir. Natürlich glaube ich das. Ich bin sogar fest davon überzeugt. Es ist nur so, dass Mr. Holmes in diesen Dingen einen so ausgezeichneten Ruf hat und da ich... So, so, einen ausgezeichneten Ruf, was? Haben Sie überhaupt gedient, Mr. Holmes? Ich habe gedient, Sir. Als Militärarzt im Afghanistan-Krieg. Dem ersten oder dem zweiten? Den zweiten, Sir. Na, dann kennen Sie sich ja wenigstens mit den militärischen Gepflogenheiten aus. Wenn auch nicht mehr besonders gut, wie es scheint. Sonst würden Sie wohl kaum unaufgefordert sprechen. Jawohl, Sir. Entschuldigung, Sir. Das Militär mag keine Einmischung von außen, Mr. Holmes. Ich möchte Sie bitten, meine bescheidenen kleinen Forschungen keinesfalls als Einmischung zu betrachten, Colonel. Sobald ich irgendeine bedeutsame Tatsache zutage fördere, werde ich Sie selbstverständlich umgehend davon in Kenntnis setzen. Darum möchte ich auch bitten. Nun gut, ich glaube zwar nicht, dass Sie irgendetwas herausfinden werden, das wir nicht auch schon längst herausgefunden haben, aber wo Sie nun schon mal hier sind, kann ich Sie ja schlecht wieder nach Hause schicken. Am Ende heißt es noch, das Militär hätte etwas zu verbergen. Danke, Colonel. Sie dürfen sich den Tatort ansehen und Ihre Nachforschungen anstellen, aber bewahren Sie über alles absolutes Stillschweigen und erstatten mir Bericht. Selbstverständlich, Colonel. Sie dürfen gehen. Und wir... sprechen uns noch wegen dieser Sache, Major. Jawohl, Sir. Während Holmes das Gespräch mit Colonel Johnson eher amüsiert zu haben schien, waren Major Murphy und ich deutlich erleichtert, als wir endlich das Büro des Polizeichefs verlassen durften. Sämtliche Erinnerungen an jene Zeit meines Lebens, die zur Gänze dieser militärischen Strenge unterworfen gewesen war, waren mir sofort durch den Kopf geschossen. Und trotz allem Bedauern, das ich empfand, dass ich meinem Land durch die Verletzung, die ich mir im Kriege zugezogen hatte, nun nicht mehr dienen konnte, war ich in diesem Moment doch äußerst froh über das beschauliche Leben, das ich zurzeit an der Seite meines Freundes Sherlock Holmes verbringen durfte. Vom Sitz der Militärpolizei fuhren wir zum Haus von Colonel Barclay. Major Murphy erklärte den Dienstboten, wer wir waren und dass sie uns in jeglicher Hinsicht unterstützen sollten, da es um den Ruf und letztlich auch das Leben ihrer Herrin ginge. Barclays Kutscher Anderson zeigte uns den Tatort, an dem er die Leiche seines Herrn und die ohnmächtige Mrs. Barclay gefunden hatte. Da hat er gelegen, als ich reinkam, Sir. Genau da am Kamin. Und er hatte einen Gesichtsausdruck, als er ihm der Leibhaftige erschien. Und wo lag Mrs. Barclay? Die lag da vorne. Es waren also ein paar Meter zwischen den beiden? Jawohl, Sir. Und die Trophäensammlung des Colonels? Auf dem ganzen Boden verteilt. Hat eine Weile gebraucht, bis wir alles wieder eingesammelt hatten. Nachdem die Polizei weg war, natürlich erst...
Major Murphy sagte, dass die Tür des Salons abgeschlossen war. Da ist sie noch immer, Sir. Wir haben überall nach dem Schlüssel gesucht, aber er war nirgendwo zu finden. Und wir sind noch nicht dazu gekommen, den Schlosser zu rufen. War ja doch eine ganz schöne Aufregung, das alles. Weder der Colonel noch Mrs. Barclay hatte den Zimmerschlüssel bei sich? Nein, Sir. Und sonst war er auch nirgendwo. Interessant. Darf ich fragen, wie Sie dann gestern Abend hier hereingekommen sind, Mr. Anderson? Durch die Glastür zum Garten, genau wie Sie jetzt, Sir. Die Tür stand offen? Die Tür steht im Sommer fast immer offen, weil es sonst im kleinen Salon so leicht stickig wird. Zum Glück ist Trudy das eingefallen, als ich schon dabei war, nach der Schreierei die Zimmertür aufzubrechen. Trudy ist die Köchin der Barclays, Mrs. Wenscott. Das ist ein ganz schön schweres Holz. Hat mir ziemlich weh getan dabei. Sie sagen, Schreierei. Was genau haben Sie denn gehört? Ja, also das war so. Ich wollte gerade runtergehen in die Küche, um mit Trudy ein kleines Schwätzchen zu halten, bevor ich schlafen gehe. Es war ja schon kurz nach 9. Da sehe ich auf einmal, wie Trudy und Lisa... Das Hausmädchen Miss Almonds. Wie Trudy und Lisa vor der Tür vom kleinen Salon stehen und lauschen. Ich frage natürlich, was los ist, und sie sagen, dass die Herrschaften streiten. Natürlich habe ich das nicht geglaubt. Ich habe gedacht, die beiden sind einfach nur neugierig, denn der Colonel und Mrs. Barclay streiten sich nie. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich bin jetzt nämlich schon seit ziemlich vielen Jahren hier im Haus, und ich habe noch nie erlebt, dass sie sich streiten. Aber dann habe ich selbst gehört, mit meinen eigenen Ohren. Haben Sie verstanden, worum es in diesem Streit ging? Nein, Sir. Man hat nur gehört, dass Sie sich ziemlich heftig gestritten haben. Aber was Sie jetzt genau gesagt haben, das habe ich nicht verstanden. Wie gesagt, die Tür ist aus ziemlich schwerem Holz. Da hört man nicht viel von dem, was drinnen gesagt wird. Aber Sie haben gehört, dass plötzlich jemand geschrien hat. Oh ja, Sir. Das war wirklich nicht zu überhören. Erst hat der Colonel ganz entsetzlich geschrien und dann Mrs. Barclay. Und zwischendurch hat es ganz heftig gerumst. Gerumst? Ja, Sir. Wahrscheinlich die Trophäensammlung, die umgefallen ist. Und dann? Dann war Ruhe. Ich war genauso schockiert wie Trudy und Lisa, das kann ich Ihnen sagen. Ich wollte die Tür aufmachen, aber da habe ich gemerkt, dass sie verschlossen war. Also habe ich versucht, sie aufzubrechen, was mir aber nicht gelingen wollte. Und dann fiel Trudy das mit der Glastür zum Garten ein. Ich bin also sofort in den Garten gelaufen und tatsächlich war die Tür offen. Ich bin also rein in den kleinen Salon und ja, da lagen sie dann. Der Colonel war tot. Das habe ich sofort gesehen. Aber Mrs. Barclay hat geatmet. Die war nur ohnmächtig. Hatte Mrs. Barclay irgendeinen Gegenstand in der Hand, als Sie sie in diesem Zustand gefunden haben? Nein, Sir. Die Dienstboten haben dann sofort die Militärpolizei informiert und den Arzt gerufen. Genau so war es, Sir. Und dann haben wir Mrs. Barclay nach oben getragen. Sagen Sie, Mr. Anderson... Können Sie sich erinnern, ob die Lampen hier im Salon angezündet waren, als Sie hineingekommen sind? Jawohl, Sir. Es wurde ja schon langsam dunkel. Und die Vorhänge? Waren die geöffnet oder geschlossen? Oh, sowas weiß ich nie, Sir. Da müssen Sie Lisa fragen. Die ist hier im Haus für sowas zuständig. Wo finde ich sie? Lisa ist, glaube ich, unten bei Trudy in der Küche. Die beiden sind noch ziemlich durcheinander. Und dann auch noch die Sache mit Mrs. Barclay und diesem Fieber. Dabei kennen sich die beiden gar nicht aus mit Krankenpflege. Vielleicht könnte ich Ihnen ein paar hilfreiche Tipps geben. Ja, das wäre wünschenswert, Watson. Na, dann bring ich Sie mal runter in die Küche. Ach, Mr. Anderson? Ja? Durfte ich vorher noch einen Blick auf Ihre Schuhe werfen? Meine Schuhe? Natürlich, Sir, wenn Sie darauf Wert legen... Danke. Ich gehe wahrscheinlich recht in der Annahme, dass Sie diese Schuhe auch gestern Abend getragen haben. Ja, Sir. Ich habe nur das eine Paar.
Wenn wir in die Küche wollen, müssen wir außenrum gehen. Sie wissen ja, wegen dem verschwundenen Schlüssel, Sir. Ich würde mich dann vorerst verabschieden wollen, Mr. Holmes. Ich vermute, Sie kommen auch allein zurecht. Ich denke schon, Major. Sie finden mich in der Kaserne, falls etwas sein sollte. Mr. Hawks will wissen, ob gestern Abend die Vorhänge im kleinen Salon zu waren, Lisa. Mein Name ist Holmes. Sherlock Holmes. Wie auch immer. Die Vorhänge? Meine Güte, die habe ich vor lauter Aufregung ganz vergessen, als Miss Barkley in den Salon gegangen ist. Vor lauter Aufregung? Die Aufregung fing doch erst an, als es zum Streit kam. Von wegen. Da denkt man, man kann nach den Mühen des Tages endlich Feierabend machen und dann wird man von der Herrschaft rumgescheucht. Gehört es denn nicht zu den normalen Aufgaben des Personals, die Vorhänge im Salon zu schließen? Nicht im kleinen Salon, Sir. Die Herrschaften halten sich abends üblicherweise nur im großen Salon auf. Der kleine Salon wird eigentlich nur vormittags benutzt und auch nur von Miss Barkley. Und warum waren Mr. und Mrs. Barkley dann gestern Abend dort und nicht im großen Salon? Weil Miss Barkley wollte, dass ich dort die Lampen anzünde, nachdem sie von der Kirchengemeinde wiedergekommen ist. Entgegen ihrer sonstigen Gewohnheiten? Jawohl, Sir. Und dabei habe ich dann vor lauter Aufregung vergessen, die Vorhänge zuzuziehen. Entgegen ihrer sonstigen Gewohnheiten wollte sie um diese Zeit auch noch einen Tee haben. Dabei war es schon 9 Uhr und ich hatte das Feuer im Ofen schon längst ausgemacht, nachdem der Colonel gegessen hatte. Darum hat es dann auch ein bisschen gedauert, bis der Tee fertig war. Mrs. Barkley hat nicht zu Hause gegessen? Nein, sie musste ja um 7:30 zu dem Treffen in der Gemeinde. Das Treffen in der Gemeinde, ja richtig. Major Murphy sagte mir, seine Nichte habe Mrs. Barkley dorthin begleitet. Das ist richtig, Sir. Ich habe gesehen, wie Miss Barkley sie nebenan bei Murphys abgeholt hat. Sagen Sie... Hat sich Mrs. Barkley von ihrem Mann verabschiedet, bevor sie zur Kirche gegangen ist? Natürlich, so wie immer. Sie hatten also nicht den Eindruck, dass sie gegenüber ihrem Ehemann einen besonderen Groll hegt? Nein, Sir, es war alles ganz normal. Und als sie zurückkam, hat sie den Colonel da begrüßt? Wahrscheinlich schon. Das hat sie immer so gemacht. Nein, hat sie nicht. Ich habe ja gesehen, wie sie zurückgekommen ist. Sie hat Miss Annabel nebenan zur Tür gebracht, dann ist sie hier ins Haus gekommen und hat sich sofort in den kleinen Salon gesetzt. Erschien sie Ihnen anders als sonst? Na ja, Sir, irgendwie schon. Wenn es nicht unschicklich wäre, so von seiner Herrschaft zu reden, würde ich sagen, sie hatte eine Stinkwut im Bauch. Und der Colonel? Na, der war natürlich auch nicht gerade im höchsten Maße erfreut, als er sah, dass seine Frau zurückgekommen war, ohne ihm ein Wort zu sagen. Er ist rüber in den kleinen Salon, hat die Tür hinter sich geschlossen und dann habe ich gehört, wie sie angefangen haben zu streiten. Und zwar richtig heftig. Haben Sie gehört, worüber sich die beiden gestritten haben? Leider nicht, Sir. Aber es ist wohl ganz schön zur Sache gegangen. Jedenfalls heftig genug, dass Mrs. Barkley den Tee nicht mehr haben wollte. Stattdessen haben sie von innen die Tür abgeschlossen, als ich mit dem Tee geklopft habe. Eine Frechheit sowas, nachdem ich mich so für sie abgehetzt hatte. Ich weiß, wir sind nur Dienstboten, aber trotzdem, die feine englische Art ist das nicht gerade. Und haben Sie verstehen können, worum es in dem Streit ging? Nein. Erinnern Sie sich wirklich an gar nichts? Also, schon einzelne Worte oder Bruchstücke könnten uns vielleicht weiterhelfen. Naja, ich könnte schwören, dass ich gehört habe, wie Miss Barkley einmal den Namen David gesagt hat. David? Ja. Ach Quatsch, das bildest du dir doch bloß ein. Ja, vielleicht. Aber wenn Mr. Hawks es doch wissen will. Holmes. Mein Name ist Holmes. Sieh lieber zu, dass du wieder hochgehst und dich um Mrs. Barkley kümmerst, statt hier solchen Unsinn zu erzählen. Wie geht es ihr denn? Schlecht. Wenn Sie mich fragen, gehört sie ins Krankenhaus. Aber mich fragt ja keiner. Watson, wären Sie so freundlich und würden einen Blick auf den Gesundheitszustand von Mrs. Barkley werfen? Ich möchte wissen, ob sie vielleicht nur simuliert. Natürlich, Holmes. Hey, Moment, wir können doch nicht jeden Hinz und Kunst zu ihr lassen. Mrs. Wenscott, mein Freund, ist ein erfahrener Arzt. Ach so, na dann. Zeig ihm, wo es hochgeht, Lisa. Sie finden mich im Garten, Watson. Auf Spurensuche. Ja, ja. Holmes wunschgemäß ließ ich mich vom Hausmädchen in Mrs. Barkleys Zimmer führen und untersuchte die Kranke. Sie war wirklich in einem höchst bedenklichen Zustand.
Dass sie diese Krankheit nur simulieren könnte, war vollkommen ausgeschlossen. Zwar hatte ich als Mediziner bereits einige Fälle von spontanem Gehirnfieber gesehen, aber selten waren sie so heftig. Das Schreckliche an Gehirnfieber war, dass die Mediziner vollständig die Hände gebunden waren, denn die Wissenschaft hatte bisher weder in Erfahrung bringen können, was diese Krankheit genau war, noch wie sie behandelt werden konnte. Es war lediglich bekannt, dass dieser fiebrige Zustand des Deliriums offenbar durch eine schwere Erschütterung der Seele ausgelöst wurde. Alles, was man tun konnte, war, das Fieber durch die üblichen Maßnahmen möglichst gering zu halten und abzuwarten, ob der Patient die Krankheit überlebt. Ich gab dem Hausmädchen daher einige Tipps zum Senken des Fiebers und für die Behandlung der Kranken. Allerdings war ich mir nicht sicher, ob man Mrs. Barclay überhaupt wünschen sollte, dass sie das Fieber übersteht, da doch auf sie aller Wahrscheinlichkeit nach nichts anderes wartete als das Gefängnis in der Henker. Ich ging hinunter in den Garten, um Holmes das Ergebnis meiner Untersuchung mitzuteilen. Allerdings konnte ich ihn dort nirgendwo finden. Ich schaute mich um und entdeckte, dass Holmes den Kreis seiner Recherchen vom Garten bereits auf den Gehweg vor dem Haus der Barclays ausgeweitet hatte und gerade im Begriff stand, auch die Straße einer genaueren Untersuchung zu unterziehen. Wie immer war er dabei sehr in seine Gedanken vertieft, so dass mir fast das Herz stehen blieb, als ich sah, wie sich von rechts eine Droschke näherte, die er offensichtlich nicht im Mindesten wahrzunehmen schien. Achtung, Holmes! Pass doch auf, du Idiot! Rowdy! Danke, Watson. Oh, ich war wohl ein wenig in Gedanken. Ja, sieht so aus, ja. Was machen Sie denn überhaupt hier, Holmes? Ich dachte, Sie wollten im Garten nach Spuren suchen. Ja, das habe ich auch. Und dabei habe ich festgestellt, dass es tatsächlich eine Fußspur gibt, die zu der Glastür des Salons führt. Ja, also ich denke, davon wird es eine ganze Menge geben. Die halbe Militärpolizei von Aldershot dürfte dort entlang getrampelt sein. Das habe ich natürlich berücksichtigt, Watson. Und auch die Fußspuren der Dienstboten, die von Major Murphy und unsere eigenen. Diese Spuren führen von der Haupttür des Hauses aus durch den Garten in den Salon. Weil all diese Leute zuerst im Haus waren, vor der verschlossenen Salontür standen und dann den Umweg durch den Garten zur Glastür genommen haben. Es gibt aber noch eine weitere Fußspur. Ich war gerade dabei, sie zurückzuverfolgen. Aber sie verliert sich hier auf der Straße. Es sieht so aus, als wäre der Unbekannte, der diese Spur zurückgelassen hat, übrigens ein Mann von mittlerer Größe und durchschnittlichem Gewicht, von der gegenüberliegenden Straßenseite gekommen, dann über die niedrige Gartenmauer der Barclays gestiegen und über den Rasen direkt auf die Glastür des Salons zugegangen. Es ist mir ein Rätsel, wie die Militärpolizei diese Spur übersehen haben kann. Aber nun ja, bei der Polizei haben wir ja nun schon so manches Rätselhafter erleben müssen. Ja, vielleicht ein Schaulustiger. Ausgeschlossen. Diese Fußspur wird von allen anderen überlagert. Derjenige, der diese Spur hinterlassen hat, war ganz eindeutig vor Mr. Anderson am Tatort. Sie meinen also, es war noch jemand im Salon außer Colonel Barclay und seiner Frau? Ohne jede Frage. Ein weiterer deutlicher Beweis dafür ist der verschwundene Zimmerschlüssel. Da die Tür von innen abgeschlossen wurde, während die Köchin und das Zimmermädchen davor standen, muss der Schlüssel während des Streits im Salon gewesen sein. Nicht wahr? Ist doch logisch. Ja. Ja, aber danach war er spurlos verschwunden. Die einzig mögliche Erklärung hierfür ist, dass eine weitere, unbekannte Person, die sich ebenfalls im Salon aufgehalten hat, ihn an sich genommen hat. Ja, aber wer? Das ist die große Frage, Watson. Auf jeden Fall scheint dieser Unbekannte von der anderen Straßenseite aus gesehen zu haben, wie sich Colonel Barclay und seine Frau im erleuchteten Salon gestritten haben und ist dann geradewegs dorthin gegangen. Aber das wäre ja dann eine unglaubliche Entlastung für Mrs. Barclay. Wahrscheinlich war es doch dann dieser Unbekannte, der ihren Mann umgebracht hat, oder? Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht, Watson. Auf jeden Fall nutzt uns dieser unbekannte Dritte wenig, solange wir ihn nicht haben. Was mich übrigens noch mehr überrascht hat, als die Spuren dieses Unbekannten, waren die Spuren seines Begleiters. Wie denn?
Was denn? Es war noch jemand dabei? Weniger jemand als etwas. Wie bitte? Er hatte ein Tier bei sich, das ihm gefolgt ist. Ja, ich habe die Spur für meine Sammlung auf ein Stückchen Seidenpapier durchgepaust. Hier. Na, Watson, was halten Sie davon? Ja, Moment mal. Ein Hund. Ich habe noch nie von einem Hund gehört, der es schafft, einen Vorhang hinaufzulaufen. Ich habe im Vorhang des Salons nämlich eindeutig die Spuren dieses Tiers wiedergefunden. Tja, also, wenn es kein Hund war, dann war es ein Affe. Watson, ja. Das ist nicht die Spur eines Affen. Sie sehen eindeutig die Abdrücke von Pfotenballen mit langen Krallen. Ein Affe hat ganz andere Gliedmaßen. Naja, also dann eine Katze. Nein. Nein, Watson, das passt auch nicht. Auch nicht? Ich gebe zu, es gibt gewisse Ähnlichkeiten zu den Abdrücken von Katzenpfoten. Aber der Abdruck passt trotzdem nicht zu einer Katze. Das Tier ist auf jeden Fall größer als eine gewöhnliche Hauskatze. Das verrät eindeutig die Schrittgröße. Aber es ist ein Fleischfresser. Woraus schließen Sie denn nun das, Holmes? Ebenso wie Menschen haben auch Tiere meist ihre Gründe, etwas zu tun oder zu lassen. Und es gibt nur wenig Gründe für ein Tier, einen Vorhang hinaufzuklettern. Es sei denn, es ist auf der Flucht. Oder, ja, es wittert etwas zu fressen. Und in unmittelbarer Nähe des Vorhangs, oben am Fenster, befand sich ein Käfig mit einem Kanarienvogel, wenn Sie sich erinnern. Ja, ja, aber das hilft uns trotzdem nicht sehr bei der Bestimmung des Tiers. Also, Fleischfresser gibt es viele. Am ehesten würde ich auf einen Vertreter aus der Familie der Wiesel oder Hermeline tippen. Wiesel. Aber, ja, andererseits wäre das Tier, das diese Spuren hinterlassen hat, größer als jedes Tier aus dieser Familie, das ich jemals gesehen habe. Ja, also, Ihr Interesse für solche Dinge in allen Ehren, Holmes. Aber glauben Sie wirklich, dass uns die Spur dieses Tieres helfen kann, Mrs. Barclays Unschuld zu beweisen? Ohne jeden Zweifel, Watson. Ein Mann, der sich in Aldershot mit einem so exotischen Tier herumtreibt, sollte doch wohl nicht allzu schwer zu finden sein. Also schön, finden wir heraus, was das für ein Tier ist. Später, Watson, später. Wieso denn später? Sie haben doch gerade gesagt, wie wichtig dieses Tier ist. Ja, aber es gilt auch noch etwas anderes Wichtiges herauszufinden. Nämlich? Was bei der stets freundlichen Mrs. Barclay, die sich niemals mit ihrem Mann gestritten hat, dazu geführt hat, dass sie es gestern Abend auf einmal doch getan hat. Tja, und wie wollen Sie das herausfinden? Die Dienstboten haben nicht verstanden, worum es in dem Streit ging. Colonel Barclay ist tot und Mrs. Barclay leidet unter Gehirnfieber. Das Fieber ist übrigens echt, Holmes. Da gibt es nicht den geringsten Zweifel. Es gibt also niemanden, den Sie fragen könnten, was der Grund für Mrs. Barclays Sinneswandel war. Sie irren sich, Watson. Es gibt noch jemanden, der es wissen muss. Ach, und zwar? Die junge Dame, der wir diesen Fall zu verdanken haben. Die Nichte von Major Murphy? Wie kommen Sie denn darauf? Watson, das ist doch ganz offensichtlich. Die Dienstboten sagen übereinstimmend, dass Mrs. Barclay sich, als sie um 7:30 das Haus verließ, wie immer vom Colonel verabschiedet hat. Als sie um 9:00 wiederkam, hatten sich ihre Gefühle ihm gegenüber vollkommen verändert. Da das Hausmädchen gesehen hat, wie Mrs. Barclay Miss Annabelle im Nachbarhaus abgeholt und sie wieder dorthin zurückgebracht hat, folgt daraus, dass die beiden während der gesamten Zeit zwischen 8:30 und 9:00 zusammen waren. Miss Annabelle muss also wissen, welches Ereignis während dieser 1,5 Stunden zu Mrs. Barclays Sinneswandel geführt hat. Und folglich müssen wir diese Informationen aus ihr herausbekommen. Tja, aber laut Major Murphy hat sie doch gesagt, dass Mrs. Barclay an diesem Abend so war wie immer. Dann lügt sie. Es gibt keine andere Möglichkeit. Ja, aber warum sollte sie das tun, Holmes? Wer weiß. Vielleicht ist Miss Annabelle am Ende sogar selbst für Mrs. Barclays plötzlichen Unmutsausbruch verantwortlich. Wie meinen Sie das? Vielleicht hat sie Mrs. Barclay irgendetwas erzählt, was sie sehr aufgeregt hat. Tja, und an was haben Sie dabei gedacht? Es gibt nicht viele Dinge, die eine Frau so aus der Fassung geraten lassen, Watson. Vielleicht hatte Colonel Barclay eine Affäre.
Und Miss Annabelle hat etwas beobachtet und es ihrer Freundin gesagt. Ach. Wer weiß. Aber wenn schon eine Affäre, müsste es da nicht eher eine sein, die Mrs. Barkley unterhalten hat? Weshalb hätte sie sonst den Namen David in den Streit mit ihrem Mann erwähnt? Ja, das ist in der Tat eine interessante Frage, mein lieber Watson. Sehen Sie? Ja. Auf jeden Fall muss es um irgendeine Liebesgeschichte gegangen sein. Das ist das Einzige, was eine solche Verhaltensänderung bei einer Frau erklären würde. Ich wusste ja gar nicht, dass Sie neuerdings unter die Frauenkenner gegangen sind, Holmes. Was gibt es da schon groß zu kennen, Watson? Eine ist wie die andere. Ah, wirklich? Sie sind also wirklich der echte Mr. Holmes? Ich war mir nicht darüber bewusst, dass es auch falsche Holmes gibt. Nein, nein, natürlich nicht. Sie sind ja einzigartig. Ach, entschuldigen Sie bitte. Ich bin so nervös, weil ich Sie persönlich kennenlernen darf, Mr. Holmes. Ich hoffe, es wird Ihre Nervosität nicht noch weiter steigern, wenn ich Ihnen ein paar Fragen zum Verlauf des gestrigen Abends stelle. Nein, natürlich nicht. Aber ich hatte schon der Polizei gesagt, dass ich nichts weiß. Sehen Sie, Miss Annabelle, und in genau diesem Punkt bin ich anderer Auffassung. Ich bin mir sicher, dass Sie genau wissen, welches Ereignis gestern Abend dazu geführt hat, dass Mrs. Barclays emotionale Verfassung sich schlagartig gewandelt hat. Aber nein. Aber ja. Nein. Lassen Sie mich mal, Holmes. Miss Annabelle, warum haben Sie Ihren Onkel gebeten, Sherlock Holmes mit diesem Fall zu beauftragen? Weil Mrs. Barkley unschuldig ist. Ich weiß, dass sie ihren Mann nicht umgebracht hat. Sie ist meine Freundin. Das würde sie niemals tun. Und wenn die Polizei nicht in der Lage ist, ihre Unschuld zu erkennen, dann auf jeden Fall Sherlock Holmes. Nicht wahr, Mr. Holmes? Sie finden doch immer die Wahrheit heraus. Nun ja. Na, Mr. Holmes ist kein Übermensch, Miss Annabelle. Er kann die Wahrheit nur dann herausfinden, wenn man ehrlich zu ihm ist. Bis jetzt sieht es für Ihre Freundin Mrs. Barkley ziemlich düster aus. Es gibt nichts, was dagegen spricht, dass sie es getan hat. Und Sie wissen, was das bedeutet. Sie wird vor Gericht gestellt und zum Tode verurteilt. Nein, das will ich nicht. Wenn Sie das nicht wollen, müssen Sie uns helfen, indem Sie die Wahrheit sagen, Miss Annabelle. Aber das darf ich nicht. Sie dürfen nicht? Warum nicht? Weil ich es versprochen habe. Wem? Mrs. Barkley. Ich weiß zwar nicht, was Sie ihr versprochen haben, Miss Annabelle, aber ich bin mir sicher, dass Mrs. Barkley Sie von diesem Versprechen entbinden würde, wenn sie wüsste, dass Ihr Leben auf dem Spiel steht. Meinen Sie wirklich? Ganz bestimmt. Also gut. Als wir gestern Abend zurückgegangen sind von der Kirche, da war ein Mann auf der Hudson Street. Der ist uns entgegengekommen. Was war das für ein Mann? Zuerst habe ich gar nicht so genau auf ihn geachtet. Ich habe nur gesehen, dass er sehr langsam gegangen ist, weil er eine Kiste auf der Schulter hatte. Als wir näher kamen, habe ich dann gesehen, dass er ziemlich runtergekommen war, einen fürchterlichen Buckel hatte und überhaupt den ganzen Rücken völlig krumm. Schrecklich sah das aus. Wie alt war er ungefähr? Ich bin ganz schlecht im Schätzen von sowas, aber auf jeden Fall ziemlich alt. Noch älter als mein Onkel. Mindestens so alt wie die Barclays. Wie alt wäre das? Bestimmt so um die 50. Also wie gesagt, ziemlich alt. Haben Sie gesehen, ob er ein Tier bei sich hatte? Ja, irgend so ein komisches, rotbraunes Etwas an einer Leine. Zuerst dachte ich, es wäre ein Hund. Aber es sah nicht aus wie einer. Und es hat sich irgendwie ganz merkwürdig bewegt. Auf jeden Fall war mir dieses Vieh mindestens genauso unheimlich wie der Bucklige selbst. Weiter. Ich wollte ganz schnell an ihm vorbei, weil ich mich so vor ihm geekelt habe. Aber dann hat er plötzlich hochgeschaut und uns nach dem Weg zur Watt Street gefragt. Und bevor wir ihm antworten konnten, hat er seine Kiste fallen gelassen und geschrien, oh mein Gott, Nancy! Nancy ist der Vorname von Mrs. Barkley. Wie hat sie darauf reagiert? Sie ist leicht und blass geworden und wäre beinahe zu Boden gestürzt, wenn dieser Kerl sie nicht aufgefangen hätte. Ich war kurz davor, die Polizei zu rufen, als ich sah, dass sie den Buckligen offensichtlich kannte. Sie sagte nämlich, Gott im Himmel, Henry, ich dachte, du wärst seit 30 Jahren tot.
Das bin ich auch, hat der Mann darauf geantwortet. Und mir ist ein ganz schöner Schauer über den Rücken gelaufen. Und dann? Dann hat Mrs. Barkley mich ein Stück vorausgeschickt, weil sie sich allein mit dem Mann unterhalten wollte. Ich bin also vorausgegangen, sodass ich nicht mehr hören konnte, was sie sagen. Aber natürlich habe ich sie nicht aus den Augen gelassen. Sie haben sich ein paar Minuten unterhalten und dann kam sie wieder zu mir und wir sind weitergegangen. Und erschien Mrs. Barkley Ihnen zu diesem Zeitpunkt irgendwie verändert? Das kann man wohl sagen, Mr. Holmes. Sie schien fürchterlich wütend zu sein. So habe ich sie wirklich noch nie vorher gesehen. Sie hat auf dem ganzen Weg kein Wort mehr gesagt. Erst als wir hier vor der Haustür waren, hat sie mir das Versprechen abgenommen, niemandem etwas von dieser Begegnung zu erzählen. Sie hätten ihr keinen besseren Gefallen tun können, als dieses Versprechen zu brechen, Miss Annabelle. Wirklich? Auf jeden Fall beginne ich jetzt wesentlich klarer zu sehen. Kommen Sie, Watson. Ja. Mhm. Wir müssen diesen geheimnisvollen Buckligen finden. Ja, na dann los. Ich hielt Holmes' Plan für aussichtslos, ohne Hilfe der Behörden, in Aldershot einen Mann zu finden, von dem wir lediglich wussten, dass er eine Vorliebe für merkwürdige Tiere sowie einen Buckel hatte, mittleren Alters war und mit Vornamen Henry hieß. Aber wie so oft belehrte mich Holmes auch diesmal wieder eines Besseren, indem er seine kühle Logik anwandte. Ein Mann mit Buckel, so folgerte er, wäre wohl kaum beim Militär beschäftigt. Da es in Aldershot aber nur wenige Zivilisten gab, engte dies den Kreis der Verdächtigen bereits beträchtlich ein. Da er offensichtlich fremd war in der Stadt, weil er sonst nicht nach dem Weg gefragt hätte, musste er irgendwo ein Zimmer gemietet haben. Und da Miss Annabelle beobachtet hatte, dass der Mann ziemlich runtergekommen aussah, schloss Holmes daraus, dass er sich wohl kaum ein Hotel leisten würde, sondern wahrscheinlich eher ein preisgünstiges Zimmer in einer Privatpension. So verbrachten wir daher die nächsten Stunden damit, an die Türen sämtlicher verzeichneter Pensionen von Aldershot zu klopfen, um nach einem buckligen Gast namens Henry zu fragen. Bis wir am späten Nachmittag endlich fündig wurden. Ja, der wohnt hier. Henry Wood. Ist vor einer Woche eingezogen mit seinem Viehzeug. Hat er was angestellt? Nein, nein. Wir sind lediglich gute Bekannte von ihm. Ach, sind Sie etwa auch Zauberkünstler? Nein, wir arbeiten in einem etwas anderen Metier. Wir haben nur durch Zufall gehört, dass er gerade hier in der Gegend ist. Nicht wahr, Watson? Ja, durch Zufall. Naja, und da dachten wir, schauen wir doch einfach mal bei ihm vorbei. Er ist aber gerade nicht da. Wie bedauerlich. Kann aber nicht mehr lange dauern, bis er wiederkommt. Gegen Abend holt er immer sein Zeug, um nachts mit den Zaubertricks durch die Kneipen zu ziehen. Möchte bloß wissen, was er da immer drin hat in seiner Kiste. Mir kommt das ja alles nicht ganz geheuer vor. Aber naja, soll mir ganz egal sein, solange er pünktlich die Miete zahlt und keinen Dreck macht. Bestünde eventuell die Möglichkeit, hier auf ihn zu warten? Ja klar, ich schließe ihn sein Zimmer auf. Wenn Sie gute Bekannte sind, wird er schon nichts dagegen haben. Das ist ja das reinste Kuriositätenkabinett hier. Ja, gewaltig. Aber an Ihrer Stelle würde ich nicht allzu viel anfassen, Watson. Die Utensilien von Zauberkünstlern sind bekannt dafür, die eine oder andere Überraschung zu beherbergen. Ja, aber was mag das hier wohl sein, Holmes? Vorsicht, der Korb. Eine Schlange. Ja, Watson, eine Kobra. Aber die sind doch giftig. Ja, tödlich giftig. Wer sind Sie? Und was haben Sie in meinem Zimmer zu suchen? Könnten wir das eventuell später erörtern? Mir ist da nämlich ein kleines Missgeschick passiert mit dem Korb. Und jetzt ist Ihre Kobra... Molly? Was haben Sie mit ihr gemacht? Nichts, gar nichts. Und sie glücklicherweise auch nichts mit uns. Sie ist nur... Da hinten ist sie. Molly, meine Kleine, geht's dir gut? Haben dich die bösen Männer erschreckt? Komm her, meine Kleine. Geh wieder hübsch in dein Körbchen und schlaf. Das war knapp. Gar nichts war knapp. Molly hat keine Giftzähne mehr. Das Tier ist völlig harmlos.
Würden Sie mir jetzt bitte sagen, was Sie hier zu suchen haben? Wir sind hier wegen des Todes von Colonel James Barclay, Mr. Wood. Was habe ich damit zu tun? Genau das gedenken wir herauszufinden. Sind Sie von der Polizei? Nein. Mein Name ist Sherlock Holmes. Ich bin Detektiv. Wenn Sie nicht von der Polizei sind, sehe ich nicht den geringsten Grund, warum ich mich mit Ihnen unterhalten sollte. Verschwinden Sie aus meinem Zimmer. Mr. Wood, ich habe Grund zu der Annahme, dass Mrs. Barclay eine alte Freundin von Ihnen ist. Das geht Sie nichts an. Raus hier! Wussten Sie, dass Mrs. Barclay unter Verdacht steht, Ihren Mann gestern Abend ermordet zu haben? Und dass man Sie aller Voraussicht nach für dieses Verbrechen vor Gericht stellen wird? Das ist nicht wahr! Doch, Mr. Wood, das ist wahr! Die Polizei wartet mit der Verhaftung lediglich darauf, dass sie sich von dem schweren Gehirnfieber erholt, das die Ereignisse des gestrigen Abends bei ihr ausgelöst haben. Aber sie ist unschuldig. Dann darf ich also annehmen, dass Sie schuldig sind, Mr. Wood. Nein, ebenso wenig wie Nancy. Aber wenn es ihr Leben rettet, werde ich gern alle Schuld auf mich nehmen. Mein Leben ist ohnehin kein Pfifferling mehr wert. Das ist sehr ehrenhaft von Ihnen, Mr. Wood. Allerdings würde mich sehr interessieren, was gestern Abend wirklich passiert ist. Und weniger, wer die Schuld daran zu übernehmen gedenkt. Wer hat Colonel Barclay getötet? Sein Gewissen. Als er mich gesehen hat, hat ihn auf der Stelle der Schlag getroffen. Glauben Sie mir, ich hätte ihn nur allzu gerne mit meinen eigenen Händen erwürgt. Aber er hat sich mir vorher entzogen, indem er gestorben ist, dieser Feigling. Darf ich fragen, warum Sie von einem solchen Hass gegenüber dem Colonel erfüllt sind? Oh ja, das dürfen Sie. Weil er mir alles genommen hat, das in meinem Leben eine Bedeutung hatte, dieser Mistkerl. Vor 30 Jahren waren wir zusammen in Indien stationiert, in einem Ort namens Burte. Wir waren beide junge und hübsche Burschen. Ich weiß, es fällt Ihnen schwer, sich das vorzustellen, wenn Sie mich heute sehen, mit diesem deformierten Körper. Aber ich war wirklich mal ein schmucker junger Offizier. Barclay und ich hatten die besten Karriereaussichten und wir liebten beide dieselbe Frau, die Tochter unseres Vorgesetzten, Nancy DeBoy. Aber Nancy liebte nur einen von uns, mich. Eines Tages brach im Land die Hölle los und unser Regiment wurde in Burte von den aufständischen Rebellen eingeschlossen. Es gab keine Aussicht auf Rettung, so dachten wir, solange niemand draußen von unserer Lage erfuhr. Also meldete ich mich freiwillig, um Hilfe bei den Truppen von General Neil zu holen. Zusammen mit Barclay, der das Gelände sehr gut kannte, plante ich meinen Weg durch den Dschungel und brach dann in der Nacht auf, um meinen Auftrag auszuführen. Ich wusste, dass an der Erfüllung dieses Auftrags die Rettung tausender Menschenleben hing. Aber es gab nur ein einziges, an das ich dabei dachte. Das von Nancy. Sind Sie durchgekommen? Ich wurde kaum eine Meile von Burte entfernt von den Rebellen geschnappt. Sie hatten in der Dunkelheit auf mich gewartet. Barclay hatte ihnen meinen Weg verraten. Glauben Sie mir. Dieser Verrat hat mich härter getroffen als jeder Schlag und jede Folter, mit denen die Rebellen mich in den folgenden Jahren gequält haben. Aber war es nicht außerordentlich dumm von Barclay, Sie zu verraten, wenn doch an Ihnen die Rettung des ganzen Ortes und damit auch seines Lebens hing? Das scheint ihm vollkommen egal gewesen zu sein. Vielleicht hat er sich gedacht, wenn er Nancy nicht bekommt, soll sie keiner bekommen. Vielleicht hat er auch irgendwie erfahren, dass die Befreiung von Burte durch den General bereits kurz bevorstand, als ich mich auf den Weg machte, um die Truppen zu informieren. Ach, was auch immer. Vor allem wollte er mich beseitigen, damit Nancy für ihn frei wäre. Und Sie waren über Jahre in den Händen der Rebellen? Ja, und Sie sehen, was Sie aus mir gemacht haben. Ich kann von Glück sagen, dass ich überhaupt noch lebe. Obwohl ich daran zweifle, ob es wirklich ein Glück ist. Nach vielen Jahren ist es mir dann endlich gelungen, den Rebellen zu entkommen. Und ich bin nach Nepal geflohen, wo mich ein alter Mann bei sich aufnahm, der mir einige einfache Zauberstücke beibrachte. Nach seinem Tod bin ich dort in der Gegend herumgezogen bis nach Darjeeling und sogar Afghanistan und habe die Leute mit diesen Tricks unterhalten und mir so meinen kargen Lebensunterhalt verdient. Ja, warum um alles in der Welt haben Sie sich nicht bei der Armee zurückgemeldet? Man hätte Ihnen doch mit Sicherheit eine Invalidenrente gezahlt und Sie zurück nach England gebracht. Warum? Warum sollte ich nach England zurückkehren? Mit diesem deformierten Körper wäre doch ein normales Leben sowieso nicht möglich gewesen. Außerdem hätte Nancy dann erfahren, dass ich noch am Leben bin. Sie hätte mich sehen wollen. Und das wollte ich nicht. Nicht so. Sie sollte mich so in Erinnerung behalten, wie ich damals war.
Lieber sollten Sie und alle meine Kameraden glauben, dass ich mit geradem Rücken als Held gestorben bin, als die arme, bemitleidenswerte Kreatur zu sehen, die ich durch Barclays Verrat geworden bin. Und warum sind Sie schließlich doch nach England zurückgekehrt, Mr. Wood? War es der Wunsch nach Rache? Es ist in diesen 30 Jahren kein Tag vergangen, an dem ich mir nicht ausgemalt habe, wie ich mich an Barclay räche. Das gebe ich offen zu. Aber ich schwöre bei Gott, ich habe nichts getan, um diese Rache in die Tat umzusetzen. Dass ich nun doch in England bin, hat rein sentimentale Gründe. Wenn man älter wird, packt einem die Sehnsucht nach der Heimat. Ich wollte nicht sterben, ohne noch einmal die sanften grünen Hügel meines Vaterlands wiedergesehen zu haben. Also habe ich gespart, bis ich das Geld für die Überfahrt zusammen hatte. Ich bin jetzt seit ungefähr einem Jahr wieder hier, reise durch das Land und unterhalte die Soldaten in den Kneipen bei den Armeekasernen. Ich kenne ihren Humor, weil ich selbst einmal einer von ihnen war. Damit verdiene ich mein Geld. Und dass Barclay inzwischen zum Colonel aufgestiegen und in Aldershot stationiert war und dass er ihre alte Liebe Nancy geheiratet hatte, das alles wussten Sie nicht? Ich schwöre bei Gott, Mr. Holmes, dass ich davon bis gestern Abend nicht das Geringste wusste, bis ich sie plötzlich sah, auf der Straße. Noch immer so schön wie vor 30 Jahren. Und bei dieser Gelegenheit hat sie Ihnen wahrscheinlich erzählt, dass sie mit Mr. Barclay verheiratet ist. Und Sie haben ihr erzählt, dass Barclay Sie damals verraten und in den sicheren Tod geschickt hat. So war es. Wir haben nur kurz miteinander gesprochen. Es war für uns beide wie ein Schock. Eigentlich wollte ich nach diesem Gespräch nach Hause gehen, aber dann musste ich ihr einfach folgen. Sie hat mich nicht bemerkt, aber ich habe gesehen, wie sie in ihr Haus gegangen ist und sich kurze Zeit später mit Barclay gestritten hat. Die Glastür zum Garten stand offen, sodass ich hören konnte, was er ihr für unglaubliche Lügen auftischte. Da habe ich es schließlich nicht mehr ausgehalten. Ich bin durch den Garten und rein in den Salon. 1000 Dinge wollte ich diesem Kerl an den Kopf werfen, bevor ich ihn vor das Angesicht seines Schöpfers schicke, aber ich bin nicht dazu gekommen. Auch nur ein einziges Wort zu sagen. Als er mich sah, hat ihn im selben Moment der Schlag getroffen. Mein Anblick ist ihm wie eine Kugel durchs Herz gefahren. Er ist umgekippt, hat im Fallen irgendeine Trophäensammlung umgeworfen, ist mit dem Kopf ans Kamingitter geschlagen und hat sich nicht mehr gerührt. Nein, sie hat geschrien und dann ist sie in Ohnmacht gefallen. Und Sie? Ich bin zur Zimmertür gerannt, um Hilfe zu holen, aber sie war verschlossen. Ich habe den Schlüssel in Nancys Hand gesehen und habe ihn geholt, aber dann habe ich es mir anders überlegt. Ich dachte mir, dass es wohl besser für alle wäre, wenn ich mich aus der Sache raushalten würde. Also habe ich Teddy eingefangen und bin so schnell wie möglich durch die Glastür Richtung Straße verschwunden. Und haben den Schlüssel mitgenommen? Ja, ich habe einfach vergessen, ihn dazulassen. Pardon, aber wer ist Teddy? Mein Mungo. Teddy, komm her, mein Junge, komm her. Hat sich die ganze Zeit versteckt, der Kleine. Hat ein bisschen Angst vor Fremden, wenn ich nicht bei ihm bin. Aha, die Spuren waren also von einem Mungo. Ein Mungo? Ja, ein Mungo. Kein Wunder, dass ich sie nicht identifizieren konnte. So exotische Tiere bekommt man hier selten zu Gesicht. Eigentlich war ich ja gestern Abend gerade dabei, mit Teddy und meiner Zauberkiste durch die Kneipen zu ziehen, als ich Nancy traf. Teddy ist immer ein großer Erfolg bei den Soldaten. Als ich ins Haus gelaufen bin, habe ich die Kiste natürlich auf der Straße gelassen. Und Teddy auch. Aber er ist mir hinterhergelaufen, der kleine Schlingel. Tja, Watson, damit wäre dann wohl alles geklärt. Und was wird jetzt aus Nancy? Wenn sich der Verdacht gegen Mrs. Barclay nicht anderweitig zerschlagen lässt, sehe ich mich veranlasst, ihre Geschichte der Militärpolizei zu erzählen. Ob man ihnen dort allerdings glauben wird, dass sie nicht Hand an Colonel Barclay gelegt haben, weiß ich nicht. Was auch immer geschieht, es soll mir recht sein, Mr. Holmes. Hauptsache, Nancy ist gerettet. Ich war schon einmal bereit, mein Leben zu opfern, um das Ihre zu retten, und ich bin es noch immer. Ich hoffe, das wird nicht nötig sein. Ich werde mich zunächst bemühen, den Verdacht gegen Mrs. Barclay zu entkräften, ohne ihre Geschichte zu enthüllen. Ob und inwieweit Sie damit selbst an die Öffentlichkeit gehen wollen, bleibt Ihnen überlassen. Vielleicht sollten Sie sich diesbezüglich mit Mrs. Barclay nach Ihrer hoffentlich baldigen Genesung beraten. Das werde ich tun. Während Holmes mir angeregt durch Mr. Woods Teddy auf dem Rückweg zum Hause des Colonels einen Vortrag über die Besonderheiten einheimischer und exotischer Tierarten hielt,
war ich in Gedanken bei dem fürchterlichen Verbrechen, das Colonel Barclay Mr. Wood angetan hatte. Ich fragte mich, wie ich reagiert hätte, wenn ich Opfer eines solchen Verrats durch einen Kameraden geworden wäre. Eines Verrats, der mein gesamtes Leben zerstört hätte. Ich musste mir eingestehen, dass ich all die Jahre weniger stoisch als Mr. Wood gewesen wäre und alles daran gesetzt hätte, mich an diesem feigen Verräter zu rächen. Ich war daher äußerst froh, dass es nicht mein Fall war, den Holmes hier zu untersuchen hatte. Allerdings fragte ich mich, wie Holmes es nun anstellen wollte, Mrs. Barclay vom Verdacht des Gattenmordes reinzuwaschen, ohne die Öffentlichkeit über den wahren Charakter des toten Colonels in Kenntnis zu setzen. Glücklicherweise hatte sich dieses Problem bereits von selbst gelöst, als wir im Haus der Barclays eintrafen. Mr. Holmes, da sind Sie ja. Ist etwas vorgefallen, Major? Ja, etwas höchst Erfreuliches. Der Gerichtsmediziner hat festgestellt, dass Colonel Barclay gar nicht ermordet wurde. Er ist an einem Herzschlag gestorben. Die Verletzung am Kopf hat er sich wahrscheinlich zugezogen, als er hinfiel. Mrs. Barclay ist also von jeglichem Verdacht reingewaschen. Das ist in der Tat eine positive Nachricht. Ich habe Sie also vollkommen umsonst bemüht, Mr. Holmes. Es tut mir wirklich außerordentlich leid. Sagen Sie mir doch bitte, wie viel ich Ihnen schulde. Ich werde die Rechnung umgehend begleichen. Sie schulden mir gar nichts, Major. Ganz im Gegenteil. Ich verdanke Ihnen einen erfrischenden und äußerst anregenden kleinen Ausflug. Darf ich Ihnen dann wenigstens meine Kutsche für die Fahrt zum Bahnhof anbieten? In einer halben Stunde geht der letzte Zug nach London. Das wäre sehr freundlich. Ich sag sofort dem Kutscher Bescheid. Charlie! Wissen Sie, Holmes, diesmal habe ich ja fast alles verstanden. Wie erfreulich, mein lieber Watson. Ja, aber eins ist mir bis jetzt noch nicht klar geworden. Ich höre. Also, wenn der Name von Colonel Barclay James war und Mr. Wood mit Vornamen Henry heißt, warum hat das Hausmädchen dann gehört, dass Mrs. Barclay den Namen David gesagt hat? Ach ja, diese Sache. Eigentlich hätte mir der Fall sofort klar sein sollen, als dieser Name fiel. Ach. Aber ja, Watson. Bedenken Sie, dass Mrs. Barclay eine eifrige Kirchgängerin ist. Ziehen Sie Ihre klassische Bildung hinzu. Und schon müssten Sie zu demselben Ergebnis kommen. Tut mir leid, Holmes, tut mir leid, aber das ist mir jetzt zu hoch. Die Geschichte von David und Bathseba. In der Bibel, Watson. 2 Samuel 11, 1-27. Der gute alte König David hat nämlich seinerzeit denselben Trick angewendet wie Colonel Barclay. Tja, also ich muss gestehen, dass meine Bibelkenntnisse ein wenig eingerostet sind, Holmes. König David hatte ein Auge auf die schöne Bathseba geworfen. Aber bedauerlicherweise war sie bereits verheiratet. Also hat König David ihren Mann in den Krieg geschickt und dafür gesorgt, dass er an einer Stelle kämpfen musste, die für ihn den sicheren Tod bedeutete. Und nach dem Tod des Mannes hat er Bathseba dann zu sich geholt. Mrs. Barclay hat ihrem Mann diese Geschichte aus der Bibel als eine Art Gleichnis vorgehalten. Wenn ich mich recht erinnere, endet diese Geschichte mit den Worten: Dem Herrn aber missfiel, was David getan hatte. Ja, also nicht nur dem Herrn. Also ich hätte es durchaus verstanden, wenn Mr. Wood den Colonel erschlagen hätte. Glücklicherweise ist ihm Mr. Barclays Gewissen mit dem Schlag zuvorgekommen, so dass wir heute ausnahmsweise keinen Mörder an den Galgen liefern müssen. Also wirklich ein entsetzlicher Verrat. Ich hoffe, dass ich niemals so fürchterlich von irgendjemandem hintergangen werde. Was mich angeht, können Sie da vollkommen sicher sein, Watson. Glauben Sie mir. Ich werde Sie niemals wegen einer Frau in den Dschungel schicken. Dessen bin ich absolut gewiss, Holmes. Wenn es nur eine einzige Gewissheit auf dieser Welt gäbe, dann mit Sicherheit diese. Ah, die Kutsche. Bitte, mein Freund. Ladies first. Verbindlichsten Dank, Holmes.